Achtung, Made in Germany. Eine Warnung vor billigen Fälschungen, das war einmal. Heute ist es das beliebteste Gütesiegel der Welt. Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Großbritannien vermehrt Scheren und Messer aus Deutschland verkauft. Oft billige Massenware und Nachahmungen der handgearbeiteten, hochwertigen Produkte aus England. Mit dem Aufdruck Made in Germany wollte 1887 die britische Regierung vor den deutschen Kopien warnen und sie aus dem Markt drängen. Doch es kam anders. Die deutschen Hersteller holten auf und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Made in Germany zum Synonym für das deutsche Wirtschaftswunder. Ob ein Produkt wirklich zu 100% in Deutschland hergestellt wurde, weiß der Kunde trotzdem nicht immer. Bei einem PC etwa dürfen Einzelteile aus dem Ausland kommen. Festplatte und Grafikkarte, also der entscheidende Anteil am Produkt, müssen aber in Deutschland gefertigt sein. Dann darf ein Produkt die Bezeichnung Made in Germany tragen. Im Zweifel urteilt darüber ein Gericht. Bei Made in Germany erwarten die Verbraucher vor allem qualitativ hochwertige und sichere Produkte. Und auch das positive Image Deutschlands weltweit kommt deutschen Produkten zugute. Die Siegel von Ländern mit politischen oder gesellschaftlichen Spannungen verlieren schnell an Wert, etwa Russland, Griechenland oder Ukraine. Auch Made in USA ist im Ansehen der Verbraucher gesunken. Experten fürchten, dass dem Qualitätslabel Made in Germany der Dieselskandal schaden könnte. Es kann schnell gehen mit dem Imagewandel.